Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hat für die WM in der Slowakei, 10. bis 26. Mai live im TV auf Sport 1, weitere Verstärkungen aus der NHL in Aussicht gestellt. Bildergalerie Eishockey-WM 2019, der Kader von Deutschland 28 Bilder. Die Jungs wissen, wie unsere Pläne aussehen, ihr Kommen ist ein Telefonat entfernt, sagte der finnische Nachfolger von Marco Sturm am Freitag in Mannheim, wo die deutsche Nationalmannschaft ihre letzte WM-Vorbereitungsphase absolviert. Jetzt aktuelle Eishockey-Fan-Artikel kaufen, hier geht's zum Shop. Anzeige: In den NHL-Playoffs sind derzeit noch Torhüter Thomas Greiss, Stürmer Tom Kühnhackl und Verteidiger Dennis Seidenberg alle New York Islanders, sowie Torhüter Philipp Grubauer, Colorado Avalanche, beschäftigt. Die Spieler, die aus der NHL in Frage kommen, sind interessiert. Ich lasse sie sich aber auf ihre Aufgaben konzentrieren, sagte Söderholm. Söderholm lobt Grubauer. Das Islanders-Trio könnte bereits in der Nacht zu Samstag an den Carolina Hurricanes scheitern. In der Serie steht es 0:3, maximal 4 Siege sind nötig. Bei der Serie zwischen Grubauer, Avalanche und den San Jose Sharks ist beim Spielstand von 2:2 noch keine Entscheidung absehbar. Nur Seidenbergs WM-Teilnahme gilt als unrealistisch, weil der Routinier in dieser Saison noch kein Spiel bestritten hat. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga. Leipzig verspielt Sieg in Mainz. Fußball, Bundesliga entscheidend. Joker das Titelrennen. Int Fußball, Premier League. Bayern Flop. Holberg blüht auf. Fußball 2. Bundesliga, kurioser Protest von Paulus Kalla. Fußball, Bundesliga. Wie geht es mit Kovac weiter? Söderholm hob Grubauers Leistungen hervor. Dem Rosenheimer war in der Nacht zum Freitag als ersten gebürtigen deutschen Torhüter ein 1:0-Spiel in der NHL-Endrunde gelungen. Er ist einer bärenstarken Hauptrunde überragende Playoffs folgen. Ich freue mich darüber, dass er so starke Leistungen aufs Eis zaubert, sagte der 41-Jährige, der ein mögliches WM-Torhüter-Tandem Greiss und Grubauer spekulativ nannte. Wir werden wahrscheinlich in den kommenden beiden Tagen besser planen können. Let's block it's why.